So, da sind wir wieder und jetzt wollen wir mal die Ogerkreuzung betreten. Dazu brauchen wir den letzten Ornamentschlüssel und haben hier gleich eine Schriftrolle. Lerne das Gewicht und die Kraft von dummen Wesen zu manipulieren, sie anzuleiten. Sie von Norden nach Süden und von Osten nach Westen zu kreuzen. Alle Sachen müssen in Paaren getan werden. Erledige das Kreuzen richtig und der Weg nach vorne wird freigegeben. Ah ja. Oh. Hallo, Oger im Käfig. Das Knöpfchen öffnet wahrscheinlich dein Käfig. Und hier ist eine kleine Kammer. Ja, jetzt will ich mich erst einmal hier umsehen. Hier ist eine Fackel, die wir mitnehmen können. Was steht hier? Vollführe einen einfachen Gedanken. Hier ist ein Rezept. Hier ist so ein Empfängerding, so wie die da hinten. Hier sind bla bla Gesichter mit Augen drin. Da ist noch ein Oger. Da ist ein Weg entlang. Da sind Druckplatten. Da ist noch ein Knopf. Da ist. Ah ja, ich glaube, ich kann verstehen, für was das ist. Falls uns der Oger hier einkeilen sollte, dass wir nach hier entkommen können. Okay. Da sind Druckplatten, die ich nicht auslösen kann. Können wahrscheinlich die Oger auslösen. Da sind nochmal Druckplatten. Die kann ich auch nicht auslösen. Das wird der Weg weiter sein. Tür. Fackel und eine Steinschleuder, ein Stein und eine Notiz von Torum. Ich kam zu dem Entschluss, dass man nur durch den Dungeon reisen kann, wenn man auf der Spitze des Berges beginnt. Ich denke, der Dungeon ist so designt worden. Aber warum? Torum. Ganz einfach, weil die hier unten keine Gäste von oben haben möchten. Also uns wollen sie nicht unbedingt. Und okay, hier ist dann der Weg wieder raus. Ah ja, okay, das ist für den Fall, dass uns der Oger hier einkeilt, können wir hier rumlaufen. Und da lang geht es dann weiter. Okay, jetzt versuche ich erst einmal, was passiert, wenn wir den Oger freilassen. Passiert gar nichts. Jetzt kommen wir wieder zurückgerannt, dass wir die einsperren können. Okay, der sperrt sich von selber ein. Für was ist der Rezeptor? Jetzt gucken wir mal, was passiert, wenn wir den Oger freilassen. Das eine Auge hat geschossen. Wow, das hat wieder geschossen. Also der mit den zwei Grünen hat geschossen. Die anderen haben alle nicht geschossen. Okay. Wie war das nochmal? Ah ja, da steht's. Alle Dinge müssen in Paaren getan werden. Also nur wenn gleiche Augen drin sind, schießen die Dinger. Dann nehmen wir mal hier das Rote raus. Und es macht sogar Klick. Warte, macht das auch Klick, wenn wir hier jetzt das Blaue? Nein, macht nicht Klick, also passt das schon mal nicht zusammen. Okay. Aber was hat es mit dem Rezeptor auf sich? Ein einfacher Gedanke. Dagegen hauen? Ein Oger töten vielleicht.
Ah ja, jetzt schießen beide. Okay, den Ogre töten, das war es schon mal nicht. Den anschießen. Versuchen wir mal zu töten. Komm wieder zurück. Okay, da respawnt dann nur ein neuer Ogre. Ich habe so das Gefühl, dass der Rezeptor das Ding hier öffnet. Müssen wir vielleicht den Ogre irgendwie zum Rezeptor locken? Ah, nein, das wollte ich doch gar nicht. Komm wieder her. Danke. Ach, nicht draufschlagen auf mich, genau. Aha, Tatsache, wir müssen den Ogre gegen den Rezeptor knallen lassen. Dankeschön. Und der hat Lurker-Handschuhe dabei gehabt. Ausweichen plus 5 ist besser als Protection plus 2, was die Lederhandschuhe machen. Feuerbombe kann mit. Hier mal wieder ein bisschen sortieren. Oh, stimmt, die Erfahrungshaltsbänder, mal kurz gucken. Sie hat 16,7. Er hat 17,5, 16,7. Okay, sie hängt definitiv hinterher, also kann sie mal das Pendant anziehen. Und die Knochenhalskette, die brauchen wir eigentlich eh nicht mehr, aber gut, dann kriegt sie noch so ein Erfahrungsding, obwohl er hinkt ganz schön hinterher. So. Gut. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das mit dem Ogre-Crossing machen. Was macht eigentlich der Knopf? Der macht beide Türen auf. Ah. Und da stand ich im Weg. Okay. Der macht beide Türen auf und ich glaube, ich habe so einigermaßen verstanden, wie das gehen soll. Die beiden Druckplatten werden von ihm ausgelöst und die beiden Druckplatten von ihm und die Gesichter schießen. Und zwar alle. Okay, dann muss ich den da anlocken, den da anlocken. Und es hat sogar geklappt. Du kannst dann wieder in deinen Käfig. Und du kannst auch bitte wieder in deinen Käfig. So, euch brauchen wir jetzt nämlich nicht mehr. Ogerkreuzung. Früher war das einfach nur eine Spirale, die mit zwei Oger waren, die man besiegen musste. Das ist jetzt auch wieder ein neues Rätsel. Fackel kann mitkommen und... Hä? Wollt ihr mich jetzt veralbern? Hier ist nur ein Durchgang mit einem Schalter. Und da ist endlich der Weg nach unten. Dungeon Level completed. 4500 Erfahrung. Und wir haben den Gorobok Tempel Stufe 2 betreten. Ah, ja, sehr schön. Da sind wir jetzt auf Level 10 von 14. Oder 15 sogar, so wie das aussieht. Wobei ich mich frage, was das hier überhaupt ist. Stufe 10. Ja, da gab es nur hier dieses Runterfallgebiet und da sind wir ja runtergefallen. Gut.
Hier ist ein Rezeptor und eine Fratze. Hier ist ein runder Schlüssel. Ah, das Rätsel kenne ich auch noch. Bin mal gespannt, wie sich das geändert hat. Was zu essen? Also wenn da der Rezeptor ist, muss aus der Richtung irgendwo der Schuss kommen. Erstmal gucken wir hier weiter. Da ist schon mal ein runder Schlüssel. Und ein rundes Schlüsselloch. Hier geht die Wand auf. Und ja, genau. Also muss von hinter dieser Wand irgendwo die... das Gesicht sein, was schießt. Und... ach nö. Ahaha. Das ist schlecht gelaufen. Das ist gar nicht gut. Ah, nein. Ja. Ah, Hilfe, lasst mich schnell wieder hoch. Das war... ich wusste, dass da Gegner rauskommen, aber es waren immer früher immer nur zwei. Nicht vier, fünf. Das ist gemein verändert worden. Hallo Schnecke, du bist nicht der Schneckenkönig, oder? Nein, du siehst wie eine normale Schnecke aus. Der Eissaurier da hinten macht mir Sorgen. Die Pilzköpfe eher weniger. Hallo Eissaurier. Hallo Giftspucker. Stirb du Giftpilz. So. Nein, gegen den richtet das nichts aus. Da brauchen wir Feuersprüche. Und jetzt müssen wir mit einem Dinosaurier tanzen. So, dankeschön. Okay, da haben wir schon mal den ersten... die erste Fratze. Du hast einen Dino-Stick fallen gelassen. Das kann gegessen werden. Schneckenfleisch kann sie essen. Er kann das essen. Und er ist noch ziemlich satt eigentlich. Gut, dann müssen wir wohl hier durch weiter. Da höre ich wieder solche Flatterviecher und ich sehe sie auch. Da ist... ah, das innere Sanktum, also das innere Heiligtum. Geht's da lang? Und hier war so ein tolles Rätsel. Was passiert, wenn ich hier draufstehe? Nichts. Wo ist es denn versteckt? Genau. Das brauche ich doch. Ah ja. Die behalten wir mal, den roten Stein. An die Fackel da hinten kommen wir nicht dran. Okay. Und gucken erst einmal weiter. Hier war irgendwo ein Knopf. Ach ja, okay, der hat die Dings ausgelöst. Wie kommen wir hier jetzt rein? Wahrscheinlich nur so. Da ist schon mal noch ein runder Schlüssel, den wir brauchen werden. Und wenn wir das Ding aufmachen, müssten wir hier landen. Genau, hier ist das Fliegevieh. Und ich höre hier noch eins ganz laut rumfliegen. Hier hinter der Tapete ist... ah, da bist du ja.
Wo kommst du denn her? Da ist noch eins. Wo zur Hölle kommt ihr her? Ist ja bloß hier ist was aufgegangen. Lurkerhut. Nein. Wo kommst du jetzt her? Kommt das Feuerelementar her? Sonst noch irgendwo irgendwas aus dem Nichts aufgetaucht? Ja gut, da ist was rausgekommen, aber egal. Ich würde mal sagen, bevor wir jetzt hier weitermachen, speichere ich an dem Punkt erstmal wieder. Bis gleich.